Wir befinden uns in Mailand, Italien. Und du such mal einen schönen Auftrag aus, mein Schatz. Ich soll das machen. Ja. Oh Gott, hab ich für mich rein. Verwenden einen Aufleger und eigene Befassung und Ziel zu bringen, das muss ich nehmen, genau. So, jetzt sind wir in Mailand, da muss ich auf Mailand gehen. Ja. Von Mailand nach. Oh Gott, was ist denn das? Oh, wenn was so weit ist. Da weiß ich nicht, das sind 29. Ich kann ja mal draufgehen, wie viele Kilometer das sind. Musst du draufklicken, siehst du, wie viele Kilometer? Das sind 724 nur. Und 29 kriegen wir dafür. Die anderen sind weniger. Gibt es hier keine besseren Aufträge, wo wir gerade sind? Was ist denn das? Kokosnussöl. Kokosnussöl, wohin denn? Nach Aya Sio F. Was ist denn das? F ist Frankreich. Ja, komm, fahren wir rüber nach Frankreich. Ja, wollen wir den annehmen? Kokosnussöl nach Frankreich, ja. Gut, dann nehmen wir den an. Auftrag annehmen. Du aber auch. Ja, ja, ich auch. Ich muss das mal kurz. So, ich muss das jetzt. Hauptmenü. Nee, der ist ja hier schon auf dem Parkplatz. Ja, ja, wir haben ja von hier aus. Vielleicht hätten wir woanders da bessere Aufträge gekriegt. Oh, ja. Aber Kokosnussöl haben wir noch nie transportiert. Haben wir noch nie gehabt. Hast du ihn angenommen? Ja, ich muss jetzt nur mal gucken, wo der ist. Also, eigener LKW, eigener LKW und Aufträger, ja. Ah, der ist da hinten. Kann ich denn jetzt schon auf Enter gehen? Nee, ne? Nein, du musst ja diese Richtung fahren. Ja, du musst aber erstmal da weg, sonst rammel ich dir da rein. Ich kann ja nicht da rum. Schatz. Hier ist er doch, da hinten ist noch mein Hänger. Na, was ist denn hier los? Jetzt. So, um das Aufladen der Frachtwagen zu bringen, drücke Eingabe. So, genau. So, lass uns loslegen. Von mir, oder? Oh, jetzt sind es auf einmal 1100 Kilometer. Na sowas. Warum standen da nun 700 und bei mir? Das habe ich jetzt nicht ganz verstanden. Wenn wir auf der Karte gucken, kann sein, dass wir Fähre fahren. Ja, wollte ich gerade sagen. Guck mal. Ja, ja. Ach, wir fahren Fähre. Hier ist wieder hier Sardinien, Italien. Ach so. Wir fahren wieder über Genua, Nizza, Marseille und Marseille gehen wir auf die Fähre. Ach so, deswegen. Und fahren dann nach Porto Vecchio. Ja, mich hat das jetzt eben gerade nur ein bisschen. Wir sind immer wieder auf der Sardinieninsel da. Sardinieninsel. Ah, ja. Wie Sardinieninsel. Ja, da waren wir schon mal gewesen. So. Sassari und Olipa so. Und was da alles ist. Gut, fahren wir los. Willst du vorfahren? Nee! Dass du mir wieder reinrammelst, oder was? So. Links rum. Oh. Links abbiegen und dann links abbiegen. Boah, es kommt ein Auto an. Gibt's doch nicht. Biege nach links ab. Ja, was denn nun? Fahr! Oh, das glaub ich doch jetzt hier nicht. Was macht denn der? Ist das komisch irgendwie schwer oder was? Was ist denn weiß das? Nicht, wie den links rechts abbiegen. Ich hab jetzt gar nicht drauf geachtet. Biege nach rechts ab. Weiß ich jetzt nicht ganz, was ich sagen. Er lässt uns vor. Licht habe ich an, ja. Demnächst rechts abbiegen. Biege nach das rechts. Das hätte beinahe geknallt wieder bei dir. Also ich habe jetzt einen Pkw vor dir. Guck dir mal die schönen Häuser an hier. Demnächst rechts abbiegen. Kommt ein Eisauto. Das ist kein Eisauto. Ah, ja, verdammt. Biege nach rechts ab.
Oder hast du ein anderes Auto gesehen? Ich habe ein anderes, ich habe das Auto. Ich bei mir hier vorne war ein Eiswagen. Du hast einen, ja, haben wir rein, ja. Das ist natürlich jetzt dunkel, ne? Ja, 8:45. Ja, super. Fahren wir, wird es eine Dunkelfahrt oder? Nö. Da bin ich einfach gespannt, wo wir da Fähre dann fahren. Also Fähre. Immer geradeaus. Ja, wir fahren schon 700 Kilometer. Der Rest machen wir auch mal auf der Fähre. Ja, ja. Das weiß ich ja auch. Rechts halten und dann rechts abbiegen. Wieder rot. Oh, warte. Biege nach rechts ab. Ich meine, oh ey, deiner ist auch. Was hat der denn da umgefahren? Der ist fast. Was ist, als wenn deiner fast umkippt bei der Kurve? Was ist das da? Milan verlassen wir jetzt. Ja, Mailand. Unsere Freunde sind auch da. Aber jetzt, wenn es dunkel wird, nicht einschlafen. Ja, was machst du denn da für eine Fahrerei? Ich habe nur kurz auf den Monitor geguckt. Ach so, ich wollte gerade sagen. Gut, fahren wir los. Und wir fahren doch schon. Ich muss mal kurz hier durchblättern. Ich mache so 23 Tonnen, das wiegt schon was. Ich merke es doch auch beim Fahren. Deswegen mach langsam mit deinem. Naja, wenn du Schwung hast, dann hast du erstmal Schwung gemacht. Naja, aber. Rechts halten und dann Ausfahrt rechts nehmen. Nimm die Ausfahrt rechts. Was nehmen wir? Oh, die Kurve da oben. Lass mal wieder um die Kurve kommen. Na ja, komm, mit dem Maul stehen. Ja, das sehe ich auch. Bei deinem sieht das aus, als wenn ja, das passt so aus. Ich bin hinter dir. Das ist schön. Ich muss noch bezahlen. Hab ich schon. Nee, ist fast gut.
Das ist so geil. Das ist maßgeblich. Oh, fuck. Ja. Weg mit. Hier war das. Hier war das. Weg mit, tut's noch nicht. Was macht dein Tank? Über halb voll, warum? Nö, da müssen wir jetzt nicht. Deine auch noch nicht? Nö. Na komm, ein paar korbige Kurven. Ja. So, das ist mal langsam. Mach ich auch. Aber der wackelt auch nicht schön. Der ist ganz schwer zu sagen. Das ist das Korpus. Kommt doch schon wieder da irgendwo. Das brummt doch schon wieder da irgendwo. Das ist schon wieder die Motorradfahrer da. Das sind aber auch Kurven hier, Junge. Ja, richtig, ja. Was sind das für eine Straße? Ich suche da gestern gleich ab nach Genua. Nizza, müssen wir Nizza. Jetzt weiß ich nicht, ob da ein Motorradfahrer ist. Weit rechts. Ja, und jetzt muss ein blöder Motorradfahrer hier wieder sein. Bitte rechts halten. Und es war. Tschüss. Moin. Gassen hier. Ich weiß gar nicht. Halte ich immer Richtung Nizza, wo die ganze Welt fahren ist. Aber. Ja. Ja, Nizza bin ich da. Rechts halten. Alexa, dann Ausfahrt rechts nehmen. Was redet die denn jetzt? Keine Ahnung. Ah, guck mal, sieht bestimmt ein Tag. Die Ausfahrt rechts. Ich bin gerade auf einer Brücke. Ja, das sieht ja schön aus hier, ne? Große Brücke. Schon drüber gefahren, ne? Naja. Ja, geradeaus. Ja, ja. Hätte jetzt nicht gesagt, ich nach rechts fahren soll. Ja, ein Tunnel.
da rein, Semmel da hin. Mach mich platt. Jetzt aber hier ganz schön Stau hier bei den LKWs. Ich sehe dich. Die zwei LKWs noch vorne. So, mal gucken. Oh. Was müssen eigentlich diese kleinen Motorradfahrer da bezahlen? Keine Ahnung. Am Mautgebühr. Müssen auf jeden Fall auch Mautgebühr bezahlen. Aber bestimmt nicht so viel. Transportieren doch nicht. Das spielt ja keine Rolle. Das sind Gebühren für die Autobahn. Damit man die benutzen darf. Jetzt wieder echt ein Problem. Was hast du denn für ein Problem? Ja, ich habe wieder die ganzen Dinger hier, diese Grashüpfer da vor mir. Ja. Okay, das ist ja viel Verfolgung mit denen. Jetzt immer, also ich bin jetzt schon in Frankreich. Ja, das kann er, ja. Ja. Du hast da bestimmt nicht diese Motorradfahrer ständig vor dir da. Oh. Ja, ich kann ja die Motor rausmachen. Nö. Von dir. Darf ich mal auch noch machen. Vor allem die frech überholen. Oh, jetzt habe ich eine ganze Armee hier vorne. Nee, aber machen wir jetzt nicht frei.
gucken, was jetzt hier. Noch einer an. Vier Stück. Fünf. So, wenn die jetzt alle frei gewesen. Ja, muss ich wegen dem wieder bremsen hier. Hier, irgendwie ist der ein bisschen verkehrt, ne, der Motorradfahrer. Was ist denn der jetzt hier? Mal sehen, wo ich bin. Ja, aber dazwischen ist ein Motorradfahrer. Wir müssen normal woanders hin. Geh mal darüber jetzt. Hier kommen die LKWs. Jetzt rübergefahren. Gerade gesehen. Ja. Kann ja nichts dafür, wenn hier welche vor mir sind. Oh, ich rolle. Jetzt ist er raus. Die Schranke runter. Schon wieder. Weg. Mach mal du mal vor. Nee. Ja, was denn nun? Du fahr! Ja, dann geht's auch mal rein. In Marseille gehen wir auf die Fähre. Ja? Glaube. Aber das dauert noch. Ja, wir sind ja da noch. Noch ein paar Kilometer vor. Hast du drauf? Ja, der läuft gerade so schön hier. Muss aber auch irgendwie bergab gehen, weil... Das wackelt hier. Angst, dass man Ecker geht. Du solltest ja vorfahren. Nee.
Nein. Ich fahre jetzt mal hier nach Vorschrift. Also vorgegebene Geschwindigkeit. Nach Vorschrift. Ich fahre nach Vorschrift. Bis du wieder bei mir bist. Ja, ich. Wir fahren ja im Konvoi. Das Problem ist, ich kann hier nicht rasen. Du hast ja auch nicht rasen. Weil dann macht. Dann wackelt mein Lenkrad hier. Ich muss dann zu schnell fahren. Wo muss ich denn jetzt hin? Folge den jetzt hier. Bist du ja wieder hinter mir. Ja, ja, ich bin wieder da. Ich. Typ guckt bestimmt, ob wir alles bezahlen. Ne? Hm. Ja, so im Dreh, 1200. Da sind das ja da nur bei 500 Kilometern müssen ungefähr die Fähre kommen. Richtig? Oder habe ich falsch gerechnet? Nein. So, doch bald wieder hell. Weil siehst du die Mautstellen in echt? Ja? Hm. Was macht denn der Busfahrer? Wir werden auch ein paar Mal durchfahren. Warum? Ja, wenn wir länger wollen. Da gibt es auch Mautstellen. Wir machen eine Autobahn. Ich habe da ganz viele Busse hier vor mir.
Bist du noch an der Baustelle? Ja. Obwohl da drüben ist auch ein kleiner Pegel. Ich weiß nicht, ob der da richtig ist. So, Marcel. So, jetzt komme ich auch nicht mehr. Bin ich auch noch drauf, endlich. Ich habe ein paar dabei gesehen. Boah, ey, schon wieder 53 gezeigt. Das ist ein bisschen ahnen. Gibt's dann rechts ab, ne? Hm. Auch immer geradeaus. Jetzt hab ich schon fast. Ja, jetzt muss ich halt mal einen Tunnel durch, oder? Wenn's abgeht, dann musst du schön gucken. Ne? So fährst du dich. Ich muss auf den Kreisel fahren. Ich fahre jetzt gerade erst den Tunnel hier durch. Ja, ja, aber da geht's gleich rechts ab in der Autobahn runter. Dann geht's einmal rechts und einmal geradeaus. Man sieht aber nicht, dass es geradeaus geht, muss da geradeaus Richtung Kreise. Ja, rechts ist, wenn er sagt, dann wird das doch. Marcel Port, das Hafen. Der Hafen, mir läuft hier das Schweiß in der Brille runter. Was, echt? Sicherlich. Es ist warm heute. Temperatur. Wir treffen uns am, Hafen. Rechts halten. Ach, und dann Ausfahrt rechts nehmen. Rechts. Nimm die Ausfahrt rechts. Ja, Marcel. Immer geradeaus. Jetzt muss ich geradeaus. Ja. Das ist der Kreisel, ne? Ja. Genau. Da muss ich geradeaus. Genau. Also nicht da wieder in den anderen. Nee, da hätte ich mich fast gedacht. Aber das sieht ja auch geradeaus aus, aber ja, das hat ja nicht gesagt. Dritte Ausfahrt nehmen. So, jetzt dritte Ausfahrt. Eins, zwei. Diese müsste das sein. Ach Mann, das mache ich jetzt. Jetzt muss ich hier irgendwie. Und dann? Ja, dann fährst du normal weiter nach Navi. Gerade? Ja, zeigt aber die Richtung. Also ruhig nicht. Zeigt den Kreis an. Gut. Ja, dann so was. Richtig hier. Dann muss ich hier rein. Was nimm diese lecker. Ausfahrt. Genau. Nein, ich bin hier so gut. Zickzack fahren. Zickzack fahren. Wird langsam hell. Schön. Derzeit. Bitte rechts halten. Rechts halten. Ja, mach ich. Rechts halten und dann Ausfahrt rechts. Gleich am Hafen. Da warte ich dann auch gleich. Ja. Nimm die Ausfahrt rechts. Immer geradeaus. Am Kreisverkehr dritte Ausfahrt nehmen. Oder im Kreis, ja. Nimm diese Ausfahrt. Ja. Hallo?
nur Arbeit. Oh, oh, das wackelt ganz schön. Ich verliere das Kuckuck für uns. Wir waren aber schon mal. Ja? Boah, das wackelt aber hier. Rechts halten und dann Ausfahrt rechts nehmen. Nimm die Ausfahrt rechts. Oh, die Kurve. Mann, was sind denn das hier für Schleichen? Ich bin gleich am Hafen, das sieht sich noch ein bisschen. Am Kreisverkehr zweite Ausfahrt nehmen. Bin bei 617 Kilometer. Nimm diese Ausfahrt. Du? 601, Mann. Naja, du bist ja Gott sei Dank hier. Ja. Nimm diese Ausfahrt. Ja, jetzt ist irgendwann Tag, aber überall leer. Also nicht mehr halten. Nee. Aber da kommt man nach hinten, ne? Ja, ja. Demnächst links abbiegen. Biege nach links ab. Hallo? Macht der da? Da fliegt ein Hubschrauber. Ja, da war noch reingefahren. Nein! Und der mir da jetzt. Nein, das war eine Haarscharf. Ich bin auf der richtigen Spur hier, oder? Immer geradeaus. Ja. Oh, ich bin jetzt in Marseille. Ach, da ist der Hafen. Hier ist jetzt ein Bus, so eine Ampel ist da, ne? Ist die Ampel, ja. Na gut, da muss ich warten, bis die Ampel grün wird. Ja, hoffentlich. Also ich stecke momentan an der Ampel fest hier. Da ist die Fähre. Ja, aber das kann doch nicht sein, dass das so lange dauert mit der Ampel da. Da stimmt doch irgendwas hier wieder nicht bei mir. Warum? Ja, weil die stehen da und die Ampel. Ich habe jetzt keine Ahnung. Ich kann's nicht. Ist denn die Ampel grün? Ich kann es nicht sehen. Weil die stehen schon die ganze Zeit. Wenn ich jetzt rüberfahre und da kommt mein Auto, bin ich platt. Oh, ja, nee, die ist grün, die fahren nicht weiter. Ja, dann fahr doch dann vorbei. Nee, mach ich. Jetzt ist er wieder rot. Was haben die geträumt hier oder was? So, ich guck mal, ich bin jetzt an der Fähre, ich guck mal, wo es überhaupt. Ich probiere jetzt was. Wo wir hin müssen. Ich habe jetzt nur keinen Bock, dass wir da jetzt. Die stehen und es ist keine Ahnung. Wir sind jetzt geradeaus, ich war genau verkehrt hier gerade. Wir müssen nach Porto Vecchio. Jetzt ist es grün, hoffentlich knallt mir jetzt hier keiner. Porto Vecchio. Guck mal, jetzt gemacht hab. Jetzt musst du dir angucken. Ja, weil die da die ganze Zeit stehen und ich kann doch gar nicht so hören. Dann geschlafen, Mann. Oh, da ist ein Hubschrauber da. Ja, du musst mal auf mich warten, ne? Ja, ich warte auf dich.
Gas. Jetzt kann ich weiterfahren. Meine Güte, das ist aber eine Strecke bis dahin, ne? Jetzt komme ich dahin, glaube ich. Okay, mal weiter. Jetzt komme ich am Kreisverkehr zweite Ausfahrt nehmen. Nimm diese Ausfahrt. Jetzt sehe ich dich. Bist du nicht? Ja, ich bin gleich näher. Muss ich hier hoch noch und dann. Am Kreisverkehr zweite Ausfahrt nehmen. Zweite Ausfahrt. Nimm diese Ausfahrt. Mann, das ist eine Zickzackfahrt hier. Demnächst rechts abbiegen. Ah, ich sehe dich kommen. Ich habe eine Außenkamera angemacht. Biege nach rechts ab. Da kommt sie an. Meine kleine Heldin. Ja, Heldin bin ich schon lange nicht mehr. Aber warum habe ich da den Blinker noch an? So, jetzt fahr drauf. Porto Vecchio müssen wir. Ja, Porto Vecchio. Ja. Guck mal, die haben ja so Rettungswesten und sowas an. So. Ja, 153 was, Kilometer. Was hast du gesagt? Porto Vecchio, das untere, ne? Ja. So. Okay, lass uns eine neue Jetzt Route finden. Jetzt muss sein. Oh, schön. Hier waren wir schon. Ah, ja, stimmt, wir waren hier schon mal. Jetzt haben wir es aber nicht mehr bald. Nee, hier waren wir schon mal. Irgendwie. Ja, aber das wird sich ganz schön ziehen. Hier gibt es keine Autobahn. Oh! Hier gibt es keine Autobahn. Warum gibt es denn hier keine Autobahn? Demnächst rechts abbiegen. Aber es gibt überall Autobahnen. Biege nach rechts ab. Wir sind auf einer Insel, Schatz. Ach so, einer Insel. Eine kleine Insel. Naja, dann fahren wir mal ein bisschen Natur, ist auch schön. Oder? Guck mal, wie schön. Hier hätte man schön einen Screenshot machen können. Ja, wollen guck wir machen. Guck mal schön, nee, guck du mal einfach aus dem Fenster oh, raus. Oh, schön. Soll ich mal stehen bleiben? Hä? Soll ich mal stehen bleiben? Oh, das ist so schön. Ja, dann bleib stehen und guck mal mit der 2. Oh, jetzt ich guck mal, dass ich dann das jetzt Beste... Jetzt bin ich aber... Ist doch egal, fahr weiter. Schade. Oh, das ist schön. Wie kann ich das machen mit der Maus, ne? Ja, genau. Dreh mal so und nicht so schnell. Das ist mal eine schöne Aufnahme. Das kann ich mir ja noch rausschneiden oh, dann. Schön. Als Thumbnail, dass alles drauf ist. Oh, ja. Aber da steht ja noch. Ja, dein Navi ist natürlich auch drauf. Muss ich mal gucken. Wir fahren weiter. Oh, das ist ja schön. Ja, gut. Oh, das ist so schön. Ja, jetzt hupen sie schon hinter mir. Das war ich. Ja, muss ich wieder auf 1 drücken. Ja. Das kannst du immer mal selber machen, wenn du an der Ampel stehst oder so. Ah, aber nicht auf die Straße können. Am Kreisverkehr zweite ja, Ausfahrt genau, nehmen. Guck mal, hier haben sie auch diese schönen Palmen. Nimm diese Ausfahrt. Guck mal, da stehen zwei Leute. Noch mehr. Hier sind eine Bank. Tankstelle. Musst du tanken? Ja, ich tanke einfach, wenn jemand mehr einen hat. Warum nicht? Dann bräuchte ich die nächste Tour nicht tanken. Mein Auto voll getankt. Tanke ich halt nochmal eine Runde. Wir haben noch Zeit. Dann können wir nochmal tanken gehen. Tanken gehen. Das ist schön. Und zack drauf. Auto ausstellen. Und tanken. 2,15 Euro der Liter. Ist teuer?
Also ich habe jetzt 864 bezahlt. Fährst du vor? Muss ich vorfahren. Fahr du mal vor, ich muss mal hinterher fahren. Naja, dass du wieder reinsemmeln kannst, ne? Ich will mal ohne Schaden ankommen. Am Kreisverkehr erste Ausfahrt nehmen. Nimm diese Ausfahrt. Der hatte Vorfahrt, der Motorradfahrer. Was? Der war im Kreiseltrenner. Ja, den habe ich jetzt nicht gesehen. Die sind zu klein, deswegen sehe ich die nicht. Am LKW ist so. Am Kreisverkehr erste Ausfahrt nehmen. Der mal rufen Nimm diese Ausfahrt. Fahr mal rechts ran. Warum? Muss mal was gucken. Ich kann nicht mitten auf der Straße hier Doch, stehen. Das kannst du. Wenn mir jetzt hier einer reinsemmelt, hat. Das semmelt hier keiner rein. Warte mal, ich muss jetzt hier drauf fahren können. So. Was ist denn da jetzt mit? Genau, bleib mal hier stehen. Ja, was ist denn da? Wir hatten ein Standbild in unserem Videoaufnahmegerät. Kilometer. Ja. Merk's. Nur Landstraßen. Ne? Ah ja. Ist aber auch mal schön. Sieht mal ein bisschen die Natur. Oh, jetzt werde ich doch fast reingesendet. Nein! Guck mal. Jemand. Oh, ein Motorradfahrer. Das ist nur Geschwindigkeitsrausch von der Autobahn. Ja. Warum? Das ist meistens so. Wie lange auf der Autobahn war. Und guck mal, rechts ist Meer. Ja. Meer und Strand. Oh, schön. Da war ein Parkplatz, hätten wir mal drauf fahren können. Oh ja. Ich glaube, bei dem wollten wir letztes Mal schon mal hinfahren hier. Och Mann. Kannst du mich direkt an den Strand fahren? Och Mann. Müssen wir nochmal zurückfahren? Naja, aber nicht jetzt. Boah, das geht ja immer höher hier. Ja, da werden die ganz schön was zu kämpfen haben, naja. Das ist ein Steil hier oben, ne? An der Tankstelle kommen wir nochmal vorbei hier. Naja, 88 Kilometer, das geht jetzt doch ein bisschen zügig. Warum wackelt denn mein Auto so? Ach, langsam. Ja. Demnächst links abbiegen. Ich lenkst du einfach nur zurückartig. Wenn ich das auch mache, da wackelt meiner auch. Nein, ich mache an sich ganz sanft. Biege nach links ab. Es ist gut. Jetzt ist grün. Ich
blöde Ecke. Das sind die Todesstraßen von Peru. Ja, so eine Art. So eine Art, kannst du sagen, ey. Ist das hier. Ich weiß nicht, was du hier entgegen kommst. Letzte 50 Kilometer. Jetzt geht's wieder rum. Muss mal an. Hier ist ein Poll. Oh, Rasen neu gemacht. Ey, das. Ey, du haust da immer um die Korb rum. 20 da um die Korb gefahren. Mit 40 fahre ich gerade hier. Nicht der Geschwindigkeit, das war. Hab gar kein Gas. Kreisverkehr, erste Ausfahrt nehmen. Nimm diese Ausfahrt. Mein Gott, immer noch 32. Vorratspizza, guck mal, Reklame. Hier kannst du übernachten, ne? Ja. Ist auch ein Ding. So ein Hotel zu übernachten. Einfach vorbei. Jojo. Ja. Ich sehe das Ziel. Oh, du haust um die Kurven. Das macht doch mal langsam. Boah, da kriege ich ja Angst. Was denn? Nee, der kippt ja noch vorm Ziel um. Ja, vorm Ziel kippt er noch um. Nö. Guck mal, der hat einen Fall gebogen. Kreisverkehr, erste Ausfahrt nehmen. Nimm diese Ausfahrt. Wir haben schon mal ihn ausgeliefert. Am Kreisverkehr, dritte Ausfahrt nehmen. Ja, hier waren wir sowieso, aber jetzt auch, wo es jetzt hingeht. Da haben wir schon mal ausgeliefert. Nimm diese Ausfahrt. 1 Kilometer nach. Ja, noch. Demnächst rechts abbiegen. Rechts abbiegen und dann rechts abbiegen. Biege nach rechts ab. Wir sind heile angekommen. Abbiegen und dann rechts abbiegen. Warum habe ich denn jetzt einen Aufliegerschaden? Ja, weil du hinten den Zaun mitgenommen hast, die genau hinter dir. Guck mal, ein Rückspiegel, siehst du das? Ach, Leute. Schöne Lackierung kaputt gekratzt. Ausgezeichnet hat, steht aber von mir diesmal. Na super. Das ist schön ausholen. Ja, ja. So. Habe ich auch wieder Haufen Geld. So, ich werde mal jetzt wieder irgendwo. Ausgezeichnet. Ich parke mich erstmal hier ein. Oder? Ja, warte, ich komme auch wieder. Kann ich so stehen bleiben? Ja, bleib doch so stehen. Stelle ich mich auch hier hin. Da ist aber keine schöne Wiese.
Hallo, sehe dich. ich sehe dich auch. Was ist das für ein Avatar? Sieht aus wie ich. Nee, der hat kurze Haare, Schatz. Alter. Der hat keinen Zopf. Dann müssen wir halt beim nächsten Mal hier rückwärts rausfahren, ne? Ist nicht schlimm, oder? Kannst ja mal die 2 drücken. Auch mal gucken. Die zwei drücken. Naja, mein Schatz. Naja, sind noch mittendrin hier, ne? Aber so kannst du auch fahren mit dieser Sicht. Da kannst du besser lenken, da weißt du, wo du lang musst. Warum fängt denn das jetzt an zu regnen? Naja, Hallo? weil wir jetzt da sind, jetzt kannst du regnen. Guck mal, die zwei LKW so dicht aneinander. Ne? Guck mal, da könnte man ein schönes Bild von oben machen. Ja, das kann ich ja mir dann raus ein Screenshot machen. Da muss aber mal dein Navi wegblenden da. Wie mache ich das? F3. Aber jetzt hast du Regenfoto, ist ja auch egal. Ja. Na, jetzt noch mal was anderes. Hm? Jetzt noch was anderes. Kannst auch drehen. Ja, wir müssen noch mal mehrere Bilder drauf machen, Schatz. Mit einem Bild, das ist Ja, nichts. das nehme ich mir von der Fahrt raus. Oder von hinten kannst du auch machen, sieht auch gut aus. Ja, das sieht auch gut aus. Das sieht auch schön aus. Okay, das war eine Hast du welche schöne gemacht? Fahrt. Das war eine schöne Hast du Fahrt. schöne Bilder gemacht? Ja, die machen.